Guten Tag. Hallo, Herr Gott. Mhm. Guten Tag, mein Name ist Martina Reinhardt und ich bin Vertreterin von einer Handelsplattform. Guten Tag. So spreche ich mit Heinrich Gott, stimmt das? Ja. Super, super. So, wissen Sie, vor ein paar Tagen, Sie waren bei unserer Werbeseite und es geht um eine Handelsplattform. Also es geht um Ihre Anmeldung an einem Projekt im passiven zusätzlichen Einkommen. Wissen Sie, worum es geht? Das ist ja höchst interessant. Wie bitte? Mhm. Was haben Sie gesagt? Höchst interessant. Okay, darf ich fragen, so Sie möchten sich damit beschäftigen, anbahnen, oder? Natürlich. Mhm. Und haben Sie irgendwelche Erfahrung im Bereich von Handel? Natürlich nicht. Nicht, noch nicht. Okay, wahrscheinlich haben Sie etwas davon gehört oder gelesen. Ja, das habe ich im Radio gelesen. Wie bitte, wo? Im Radio. Im Radio? Ja. Okay, darf ich fragen, was haben Sie da gelesen? Na, dass man da reich werden kann. Wie bitte? Dass man da reich werden kann. Auf welcher Weise denn? Na, mit Trading und so. So viel ich verstehe, so Sie interessieren sich für das Handeln mit Kryptowährungen, oder? Ja. Okay, könnten Sie mir mitteilen, was haben Sie da gelesen, wie das alles aussieht? Ja, das habe ich nicht gelesen. Ich habe nur gelesen, dass man da reich werden kann. Und damit herzlich willkommen zurück zu Jede Menge Wahnsinn. Heute haben wir wieder, wie immer, einen Trading-Betrug dran. Momentan rufen andere Betrüger ziemlich selten an. Scheint wohl daran zu liegen, dass die Trading-Masche leider sehr, sehr erfolgreich zu sein scheint. Nun ja, ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit diesem verrückten Telefonat. Also Sie haben einfach einen Satz gelesen. Was? Also Sie haben einfach einen Satz gelesen und Sie haben sich angemeldet. Ja. Habe ich richtig verstanden? Ja. Okay, Herr Gott, darf ich fragen, wahrscheinlich haben Sie früher sich mit so Investitionen in andere Bereiche so beschäftigt. Ich meine so die Aktien oder Rohstoffe. Nee. Noch nicht. Und ja. Aber doch, sowieso, Sie sollten schon etwas davon gehört haben, ja, wie das alles aussieht, wie das alles funktioniert. Nee, woher denn? Darf ich fragen, was sind Sie von Beruf denn? Kaffeesatzleser. Wie bitte? Kaffeesatzleser. Kaffeesatzleser? Ja. So, was sollen, so, welche Verpflichtungen haben Sie denn? Was? So, was sollen Sie da machen? Na, Kaffeesatz lesen. Okay, und haben Sie viele Kunden bei Ihnen? Ja, es geht. Kommt drauf an, wie viel auf die Werbung reinfallen. Wie bitte? Ich sage, es kommt drauf an, wie viele Leute auf die Werbung reinfallen. So, was meinen Sie drunter? Na, wegen dem Kaffeesatz lesen. Ich höre Sie leider kaum. Könnten Sie ja ein bisschen lauter sprechen, ja? Na, aber super. Ich spreche doch laut. Weil, weißt du, das ist wahrscheinlich etwas mit Ihrem so verbindungslos oder was nicht. Nee. Okay, darf ich fragen, wie alt sind Sie denn? Was? So, wie alt sind Sie? Wie meinen Sie das? Das fragt man doch nicht. Wie bitte? Das fragt man doch nicht. Weil, wissen Sie, normalerweise die Leute in so einem Alter, ich denke, sie sind irgendwie 30 Jahre alt, so schon sogar die Jugendlichen, die 17 Jahre alt sind oder sogar so 15 Jahre alt sind, die sollten schon sowieso etwas davon auch nicht nur gehört haben, sondern auch schon irgendwelche Erfahrung in diesem Bereich haben, ja? Das ist das Erste. Und das Zweite, wenn Sie ein Kaffeesatzleser sind, so Sie sollten auch schon sowieso von Ihrem Beruf sowas gehört haben. Nee. Oder gefüllt haben oder sowas noch, ja? Lesen nee. Sie Ihnen auch so am Kaffee? Da habe ich das nicht gelesen. Haben Sie das für sich alleine gemacht, ja? Ich meine nicht nur für die Kunden, sondern auch für sich selbst. Nee. Okay, so das bedeutet, Sie machen das alles einfach von dem Bauchgefühl? Nee. Wie bitte? Was meinen Sie? Ich meine, so dass Sie einfach einen Satz gelesen haben, so dass Sie einfach reich sein können. Ja. Und haben die Entscheidung getroffen, einfach Ihre Kontaktdaten hinterzulassen, ohne okay. sich dafür zu interessieren, sogar ohne etwas davon zu lesen. Ja. Oder gehört zu haben. Ja. Okay, wahrscheinlich haben Sie irgendwelche Frage an mich, ja?
Na, erzählen Sie doch einfach mal. Ich weiß ja gar nicht, was das ist, was man da macht. Wie bitte? Ja, erzählen Sie doch einfach. Weil wissen Sie, Sie haben mir auch so einen Begriff erwähnt, so Trading. Wahrscheinlich haben Sie auch etwas davon gehört oder gelesen. Herr Gott. Ja. Könnten Sie mir mitteilen, was verstehen Sie darunter? Ich kenne mich damit nicht aus. Sie kennen sich da so damit nicht aus, ja? Genau. Okay. Normalerweise, so in diesem Bereich, ich habe schon auch erwähnt, es geht um das Handel, ja? Können Sie sich daran erinnern? Das haben Sie gesagt, ja. Genau, das bedeutet, dass das alles funktioniert auf gleicher Weise wie bei den unterschiedlichen so Kaufhäusern, ja? Das bedeutet, die machen einfach Cross-Einkäufer für billigere Preise, ja? Und in diesem Fall, es geht um das Gleiche. Also man kauft die Kryptowährungen für billigere Preise. Und dann, so wie alle Kaufhäuser das alles machen, ja, die verkaufen uns die Lebensmittel für teure Preise, ja. Und diesen Unterschied profitiert auch schon das Geschäft. In diesem Fall, wer die Leute, die das Geld investieren, die handeln, so, die sind im Aussehen von einem so Geschäft, ja. Wir kaufen die Kryptowährungen, wenn die billiger sind, und wir warten, bis zu dem Moment, wenn die teurer werden, ja? Also das bedeutet, wir profitieren das Geld, diesen Unterschied. Haben Sie wahrscheinlich etwas davon schon, weiß nicht, so gehört? Haben Sie die Bekannte, die Sie damit beschäftigen? Nee. Was meinen Sie drunter? Kennen Sie mich damit nicht aus. Wie bitte? Ich kenne mich damit nicht aus. Okay, aber ich habe Sie gefragt, ob haben Sie die Bekannte, die Sie damit auch beschäftigen? Nee. Nicht. Okay, ich habe Ihnen gerade erklärt, wie das alles so ganz einfach erklärt, wie das alles funktioniert. Haben Sie das verstanden oder soll ich Ihnen das nochmal erklären? Erklären Sie das nochmal. Tja, unsere neue Intelligenzbestie hier am Telefon, die ist sicher sehr, sehr sicher, dass er uns das sehr, sehr souverän erklärt hat, was sie hier eigentlich, ja, auch immer so vorhat. Aber so richtig verstanden hat das hier, glaube ich, gar keiner. Sie ist ja felsenfest der Überzeugung, dass sie eine super Erklärung abgeliefert hat. Na, nur irgendwie war da nichts mit Erklärung so richtig dabei. Alles, was sie so von sich gegeben hat bis jetzt, war ausschließlich Blabla. Okay, so wissen Sie, normalerweise die Kryptowährungen, die sind das gleiche wie Geldwährungen. Davon sollten Sie auch schon überhaupt gehört haben, oder? Von Geldwährungen kenne ich mich aus, ja, die kann man anfassen. Ja, das bedeutet, es gibt Euro, weiß nicht, US-Dollar und viele anderen, ja? Genau, und in diesem Fall. Wie bitte? Ich sage, es gibt ja auch Schokoladentaler. Was meinen Sie drunter? Ja, Schokoladentaler gibt es ja auch. Ja, genau, aber in diesem Fall, es geht nicht nur um Ihren so Arbeitsplatz, ja? Es geht insgesamt um die Realität, ja? Weil es keine Schokoladentaler so bei den Leuten, die schon erwachsen sind, weil wir können so auch, weiß nicht, so unterschiedliche Dienstleistungen damit auch schon nicht bezahlen. Weiß nicht, wie es bei Ihnen funktioniert, aber normalerweise doch, ja? Könnten Sie mir wahrscheinlich sagen, wie viel kostet, okay, so ein Schokoladentaler, wie viel Euro kostet das? Ein Zehntel Euro. Ein Cent. Hab ich Sie richtig so gehört? Nein. Könnten Sie das mal wieder hören wahrscheinlich, aber ein bisschen lauter, ja, weil ich höre Sie kaum. Einen Zehntel Euro. Einen Zehntel Euro, das bedeutet 10, weiß nicht, 10 Cent. Ja, möglicherweise. Okay, machen wir das am Beispiel von Schokoladentalern, ja. Ich nehme zum Beispiel einen so Schokoladentaler und ich will das kaufen für das Euro, ja. Das bedeutet, dass das heute kostet, weiß nicht, so 5 Cent, ja? Und wie schon in bestimmten Zeitraum. Einen Snickers. Wie bitte? Wie viel Schokoladentaler bekomme ich denn für einen Snickers? Wie bitte? Ja, wie viel Schokoladentaler ein Snickers wert sind. Okay, Herr Kott, so wissen Sie, in diesem Fall, es geht einfach um einen Beispiel, ja? Also das bedeutet, das spielt in diesem Fall keine Rolle, wie viel das gerade kostet, ja? Lassen Sie, so, schauen Sie mal. Und das bedeutet, so heute gibt es so eine Situation, dass alle Lebensmittel teurer waren, ja? Das bedeutet, dass in einem Jahr schon die Leute 7,9%
mal Geld für die Lebensmittel bezahlen sollen. Das bedeutet, dass dieses Schokoladeteil auch teurer so wurde, ja? Das bedeutet, so diesen Unterschied, sodass sie das für 5 Cent gekauft haben und später auch 5 Cent verkauft haben, so diesen Unterschied profitieren sie. In diesem Fall haben sie das verstanden. Ja. Super. Das bedeutet, sie bekommen die Profite, wenn sie als Beispiel, weiß nicht, so 1000 so Schokoladentaler eingekauft hätten, ja? Was würden Sie in diesem Fall mit diesem so Geldunterschied machen? Was würden Sie für dieses Geld machen, dass Sie einfach profitiert hätten? Die Hälfte esse ich auf und die andere Hälfte hebe ich mir für später auf. Ich habe nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Ja, ich sagte, die Hälfte esse ich auf und die andere hebe ich mir für später auf. Okay, was werden Sie, wofür werden Sie das gebrauchen? Ja, normalerweise die Leute haben unterschiedliche Zwecke, ja. Das bedeutet, wenn ich jünger wurde, so dann möchte ich ein, so weiß ich, Auto kaufen, ja. Später, wenn ich die Familie habe, ich will einfach ein Haus bauen und auch die Familie bilden. Und wie ist es für Ihnen? Haben Sie auch schon die Familie? Nee. Ja, haben Sie die Kinder? Nee. Noch nicht? Nein. Okay, wie bitte? Nein. Nicht, okay. Und Ihre Frau, womit beschäftigt sie denn sich? Gibt es gar keine. Wie bitte? Da gibt es keine. Sie haben keine Frau? Nee, ich habe keine Frau. Habe ich verstanden. Okay, und darf ich fragen, wahrscheinlich haben Sie die Freundin. Weiß nicht, wieso können Sie alleine ganz leben, ja? Die Leute brauchen auch andere Personen dabei. Ja. Aha, die Freundin haben Sie, ja? Nee. Und die Geschwister wahrscheinlich? Soviel ich verstehe, Sie möchten auch das Geld für Ihre Hochzeit sammeln, oder? Nee. Nicht. Also Sie werden das nicht feiern. Nee. Okay, welche Zwecke, so Lebensstile haben Sie denn? Was ist das? Wie bitte? Was macht man damit? Weil wissen Sie, normalerweise, wenn die Leute nach passivem Einkommen suchen, das bedeutet entweder, es reicht ihnen so der Gehalt für das Leben nicht aus. Wahrscheinlich, das ist auch eher so Situation. In einem anderen Fall, die Leute wollen sich entwickeln und auch auf solche Weise so höhere Einkommen haben und dementsprechend auch irgendwelche neue, so mehrere Einkäufe machen. Logisch? Ja. Genau. Was für eine Situation ist bei Ihnen ausgebildet? Was für eine Situation ausgebildet ist? Wie meinen Sie das? Das verstehe ich nicht. Okay, so lassen Sie mal einfach wissen, warum interessieren Sie sich für zusätzliches Einkommen? Warum wollen Sie reich sein? Was werden Sie mit dem Geld machen, das Sie verdient hätten? Na, ja, dann kann ich mehr mit Geld um mich schmeißen und damit rumschleudern und angeben. Und? Vielleicht. Soviel ich verstehe, in diesem Fall werden Sie schon zu keinem Arbeitsplatz gehen, ja? Das bedeutet, Sie werden keine Kaffeesatzleser, oder? Das macht Ihnen einfach keinen Spaß. Ganz logischerweise. Das ist einfach meine personale Meinung. Ja. Okay, so das macht Ihnen keinen Spaß, ja? Okay, warum haben Sie nach keinem anderen Arbeitsplatz gesucht? Warum wollen Sie sich mit keinen anderen Sachen beschäftigen denn? Ja, weil das einfach ist. Die Leute geben mir ihr Geld, ich erzähle denen einfach eine Geschichte und dann glauben die, Sie ausgedacht haben, oder? Ja. Oh, und die Leute glauben Ihnen? Ja. Irgendwie komischerweise. Kommen die Ihnen so zu Ihnen nicht zurück? Manchmal schon und dann bezahlen die nochmal Geld. Okay, und darf ich fragen, ob werden so Ihre Geschichten zu der Wirklichkeit? Oder ganz selten? Die habe ich mir ausgedacht, aber die denken, ich lese das im Kaffee und dann denken die, das ist echt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich Ihre Kunden, die könnten Ihnen auch etwas schon von so Ihren Überlebnissen etwas erzählen, ja? Sodass quasi sie ausgedacht haben, auch in die Wirklichkeit so gezogen wurde. Genau, ich denke mir ja immer alles aus, was ich da so im Kaffeesatz lese. Und dann, die erzählen mir immer ihre Lebensgeschichte und dann denke ich mir, naja, damit kannst du die Leute gut verarschen. Und dann erzähle ich denen da was und dann geben die mir ganz viel Geld und gehen wieder und kommen manchmal nochmal. Und da gibt es auch ganz viele Omas, die glauben da immer dran und dann denken die... Okay, und Ihre Freundin? Glaubt die an ihre... Hab ich ja keine. Hab ich ja keine. Ach so, Sie haben keine. Nee. Also dann
weiß nicht, so etwas stimmt da nicht, ja? Also sie haben mir gesagt, sie haben eine, jetzt haben sie schon keine. Ich habe doch die ganze Zeit gesagt, ich habe keine. Mhm, habe ich verstanden. Gut, und darf ich fragen, weil das einfach kein Geheimnis ist. Wie alt sind Sie denn? Ich bin 29. Wie bitte? 29 Jahre alt? Ja. So, Sie sind schon ein so junger Mann, ja? Aber in so einem Alter, die Leute suchen nach den Partnern, ja? Die Leute, mit denen man das ganze Leben so zusammen verbringen wird. In diesem Fall wollen Sie einfach so keinen haben, oder? Nee. Nichts. So, Sie wollen das ganze Leben allein sein. Hab ich richtig verstanden? Ja. Ist das Ihnen nicht viel zu langweilig? Nee, es kommen doch ganz viele Leute her und lassen sich dann ja das Geld. Doch keine Verwandten, doch keine Verwandten. Nee. Haben Sie die Geschwister, weiß nicht, Cousine? Nee. Eltern? Nee. Sind Sie einfach ganz alleine so aufgewachsen? Nee. Nicht. Okay, wo sind doch Ihre Eltern? Die sind schon abgekratzt. Dann war mal ein Autounfall. Das tut mir leid. Okay, wahrscheinlich haben Sie noch irgendwelche Frage an mich, ja? Weil ich habe Ihnen schon viel was erzählt, aber ob haben Sie alles verstanden, ich bin nicht so sicher. Na, und was muss ich da jetzt machen? So, normalerweise, die Leute wollen sich damit auch schon, wenn man sich damit beschäftigen, anfangen will, man interessiert sich dafür, ja? Das bedeutet, normalerweise sollten sie auch irgendwelche Fragen haben. Womit ist das alles verbunden? Okay, als Beispiel, wissen Sie, warum diese Preise von Kryptowährungen geändert werden? Keine Ahnung. Sehen Sie, das ist doch auch so eine Grundfrage. Das alles ist mit der Nachfrage und auch Angebot verbunden, ja? Normalerweise, das alles funktioniert auf gleicher Weise wie mit Eis. Merken Sie Eis? Also an diesem Gespräch hier stellt man mal wieder so richtig schön fest, dass die Betrüger tatsächlich einfach über Leichen gehen. Egal, ob der Kunde irgendwie seriös ist oder, naja, ob er denen hier wirklich quasi kriminelle Sachen erzählt. Die Geschichten hierzu sind natürlich erfunden, das ist klar. Also, ich bin kein Kaffeesatzleser und ich betrüge auch keine Omas. Das Ziel hier von diesem Kanal ist genau das Gegenteil, dass alle Menschen eben vor solchen Leuten wie hier am Telefon geschützt werden und auf keinen Fall ihr Geld dort einzahlen. Das interessiert die überhaupt gar nicht. Also es kann noch so kurios alles sein. Man kann sich noch so schräg am Telefon benehmen und, naja, die Geschichte und Story kann noch so mysteriös und, ja, unterirdisch sein. Hauptsache, man zahlt sein Geld ein. Was? Ob morgen Sie Eis essen? Eis, ja, Eis ist lecker. Genau. Könnten Sie mal sagen, so wann ist das teurer? Am Winter oder am Sommer? Beim Aldi kostet das immer das Gleiche. Nein, normalerweise am Sommer, das wäre teurer, weil die Nachfrage ist viel größer als am Winter. Nö, bei meinem Aldi kostet das immer das Gleiche. Okay, in unterschiedlichen Geschäften, ja? In manchen gibt es doch so eine Tatsache, ja? Genau, in diesem Fall, es geht um das Gleiche, ja? Und normalerweise, man soll auch schon ein Fachmann sein, damit man davon irgendwelche Profite so ausziehen kann, ja? Das bedeutet, in diesem Fall, Sie haben auch die Unterstützung von der Seite von einem Fachmann, der Ihnen erklären kann, wie das alles aussieht, ja? Das bedeutet, ja genau, ich beschäftige mich auch mit dem Handel, mit Kryptowährungen, ja? Aber ich bin leider keine Fachfrau, ich bin einfach eine Beratungsmanagerin, die Ihnen erklären, so zum Anfang kann, ja? Und später sollen Sie das alles mit einem Analytiker machen. Wahrscheinlich haben Sie von so einem, Mann gehört etwas. Ja oder nicht? Nee, nicht so bis jetzt. Okay, ich habe Ihnen schon erklärt. Das ist ein Fachmann, der unterschiedliche Arten von Analyse macht und der auch schon hervorsagen kann, so wie Sie, ja? Aber in diesem Fall, das alles wird ganz so gegründet, ja? Ich meine auf der auf unterschiedlichen Arten von Analyse, ja? Von auf der fundamentale und auch auf der so technische Analyse, ja? Aber wenn der unterschiedliche Arten macht, steht der denn unter Artenschutz? Wie bitte? Steht der unter Artenschutz? Unter Artenschutz? Ja. Was meinen Sie drunter? Könnten Sie mir das erklären wahrscheinlich? Na, Sie haben doch von verschiedenen Arten gesprochen.
Und wenn das eine seltene Gattung ist, vielleicht steht er ja auch unter Artenschutz. So viel ich verstehe, Sie möchten auch sich damit schon später beschäftigen, oder? Möchten Sie auch diese Analyse durchführen? Mhm. Ja oder nein? Ja. So, das bedeutet, so zum Anfang, das alles werden Sie mit Ihrem Analytiker besprechen. Der erklärt Ihnen, wie das alles so aussieht. Ja, genau so. Fundamentale Analyse, das sind die Nachrichten, ja? So, dass Sie das alles einfach danach im Internet recherchieren, ja? Und die technische Analyse, das alles wird auf unterschiedlichen Grafiken so gebildet, ja? Weil die Märkte, die Wirtschaftsmärkte, die werden immer so sich wiederholen. Das bedeutet, dass die Kryptowährung sowie hochgehen kann, als auch fallen kann, ja? Das bedeutet, sowie das steigen, als auch billiger sein kann. Aber doch, in bestimmten Zeitraum, das bekommt auch seinen Anfangspreis, ja? Das bedeutet, wenn auch sogar die Kryptowährung gefallen wurde, das kann auch nochmal steigen und in diesem Fall die Leute, die früher so manche Verluste hätten, so die können auch schon in diesem Fall die so Verdienste haben, ja? Ja. Genau, und in diesem Fall, das alles kann Ihnen Ihr Fachmann erklären. Das ist das Erste, ja? Das bedeutet, Sie haben einfach die Unterstützung von der Seite von einem Analytiker. Weil in diesem Fall, ich könnte Ihnen auch erzählen meine Geschichte, ja? Ich habe eine ganz gute Bekannte, die interessiert sich auch für die Kryptowährungen. Die sagte mir, Martina, schau mal, machen wir das alles zusammen. Ich mache einfach so technische Analyse. Ich habe Ihnen schon erklärt, wie das alles aussieht, ja? Und dann machen wir die Profite. Ich sagte, okay, machen wir das alles. Wir haben das Geld investiert in die Kryptowährungen. Und später, so, ja genau, wir hatten das große Einkommen, aber wir möchten die Positionen nicht schließen, ja? Die Position, das ist einfach so die Handlung, bei der Sie die Kryptowährung kaufen oder verkaufen, ja? Und wir wussten doch nicht, wir hatten einfach keine so Erfahrung in diesem Bereich, dass die Kryptowährungen auch sofort so ganz plötzlich fallen können, ja? So, das bedeutet, in diesem Fall, wir waren keine Fachleute und wir haben, ja genau, die Profite, die wir gemacht haben, die haben wir nicht gekriegt. Gott sei Dank, wir haben das Geld, das wir investiert haben, zurück. Verstehen Sie das? Nee. Nicht. So, in diesem Fall, das alles sollte Ihnen auch schon Ihr Fachmann erklären, ja, wie das alles aussieht, sodass er Ihnen das alles auch zeigen konnte. Ja. Genau. Wahrscheinlich irgendwelche weitere Fragen haben Sie. Was muss ich denn jetzt machen? Wie geht's denn jetzt weiter? Ganz logischerweise, man soll auch einen Zugang zur Börse haben. Wissen Sie, was ist eine Börse? Da, wo man das Geld reinpackt. Das ist auch so Wirtschaftsmarkt, ja. Das bedeutet, da gibt es so wie Kryptowährungen, als auch Aktien, als auch so die Preise auf Rohstoffen und als so auch das Geld, das man investiert, ja. Das bedeutet, das ist einfach ein großer Markt, die Börse, ja. Ja. Und in diesem Fall, so viel ich verstehe, darf ich sagen, Sie leben in Deutschland, oder? Ja. Genau, also das ist eine deutsche Telefonnummer. Das bedeutet, so, es gibt noch kein Gesetz, bei dem man auch den Zugang zur Börse so haben kann, per Bank, ja? Ja genau, in Spanien, man kann auch schon das alles so ganz offiziell machen, sodass das alles auch schon gesteuert wird. So, dann wird es jetzt eigentlich mal Zeit, dass wir das ganze Gespräch mal in eine komplett neue Richtung lenken und, naja, das Scambaiting so richtig schön in volle Fahrt anlaufen lassen. So, dass die Leute dafür die Steuer bezahlen. In anderen Ländern, man soll einfach so eine Handelsplattform haben, bei der man auch ein Handelskonto hat. Wissen Sie, was ist ein Handelskonto wahrscheinlich? Nein. Ganz logisch. Machen wir das folgenderweise. Ja, haben Sie auch ein Konto, ein Bankkonto? Nein. Nicht, wirklich? Soviel ich verstehe, so Ihr Arbeitsplatz, da ist ganz unoffiziell. Sie beschäftigen sich damit so unoffiziell, ja? Herr Gott, hören Sie mich. Guten Tag, wer ist denn da dran? Hören Hallo? Sie mich? Ich höre Sie, Herr ja, Gott. Wer sind Sie? Super, super, so haben Sie schon vergessen, mit wem Sie zusammen gesprochen schon haben. Sie haben gerade mit meinem Sohn sich unterhalten. Was möchten Sie denn? Wie bitte? Sie haben sich gerade mit meinem Sohn unterhalten. Was möchten Sie denn? Mit Ihrem Sohn? Ach so, ja. Ich dachte, das waren Sie denn. Okay, darf ich fragen, wie Sie heißen denn? Ja, mein Name ist Kurt. Was möchten Sie denn? Okay, und Ihr Vorname?
Ja, was möchten Sie denn? Wer sind Sie denn? So, es geht, so, ich habe gerade mit Ihrem Sohn fast 20 Minuten und darüber auch schon gesprochen, ja? Der ist 29 Jahre alt, oder? Nee. Okay, darf ich fragen, wie alt ist der Sohn? 9 Jahre alt und der hat so eine Stimme wie bei einem so erwachsenen was Mann. Was möchten Sie denn? Herr Gott, Moment. Wem geht es darf denn? Ich sagen, Sie heißen Heinrich Gott, stimmt das? Ja, was möchten Sie denn? Super, es geht um Ihre Anmeldung an einem Projekt im passiven zusätzlichen Einkommen. Wissen Sie, worum es geht? Nee, was denn für ein Projekt? So um passives Einkommen, ja? Ja, sonst wahrscheinlich kommt etwas davon mehr als Sie. Darf ich fragen, wie alt sind Sie denn? Ja, was möchten Sie denn? Sie stellen mir jetzt hier einfach irgendwelche Fragen. Ich weiß nicht, worum es geht. Moment. Ich bitte um die Höflichkeit und auch um die Verständnis, ja? Das ganze Gespräch ist aufgehalten. Das bedeutet, ich kann Ihnen sofort von dem Anfang an das ganze Gespräch so einschalten, sodass Sie das alles auch hören können, ja? Ja, das ist das Erste. Das dann Zweite, darum, ja? Sie sprechen mit einer Frau. Ich bin keine Ihre Freundin und das Ganze ist auch offiziell, ja? Ihre Kontaktdaten habe ich nicht von der Luft gekriegt. Ja, dann spielen Sie mir das bitte einmal vor. Haben Sie das verstanden? Moment. Dann spielen Sie mir das bitte. Ich höre Ihre Antwort nicht. Alles in Ordnung? Ja, Sie wollten mir doch jetzt was vorspielen, oder? Wie viele Kinder haben Sie denn? Wie viele Kinder haben Sie denn? Können Sie auch Ihren Sohn nicht so beobachten? Was macht er? Ja, Sie wollten mir doch jetzt was vorspielen, oder nicht? Wie bitte? Sie wollten mir doch etwas abspielen, das Gespräch. Ja, genau. Das Gespräch hören. Mit Ihrem Sohn, der klingt jetzt als ein erwachsener Mann, Herr Gott. Ja, was für ein Theater machen Sie denn? Moment, hatten, Herr Gott, was für ein Theater machen Sie denn? Ich habe gesprochen, dass Sie mir das Audio was für eine spanische Geschichte ist das? Sie haben Ihre Kontaktdaten hinterlassen. Ja. So was konnte ich von der Luft nicht kriegen. Hören Sie mich. Super, das freut mich. Wollten Sie mir jetzt hier nicht was vorspielen? Sie hatten gerade versprochen, dass Sie mir etwas vorspielen möchten. Wofür denn? Das Audio-File, haben Sie doch gesagt. Genau. Okay, lassen Sie mal zusammen mit Ihnen auch mit Ihrem Sohn so sprechen, ja? Stellen Sie bitte das Gespräch auf Lautsprache. Sie sprechen nicht damit mit meinem Sohn. Damit da was keine Dummheiten vorgespielt werden, ja? Damit ich sicher bin, dass Sie auch einen Sohn, einen neunjährigen Sohn haben, der worum auf gleicher denn? Weise wie Sie wie auch. Kann ich denn behilflich sein? Sie haben ganz gleiche Stimme. Was für eine Geschichte machen Sie gerade? Aha. Was für ein Theater ist das denn? Ja. Theater? Nee, kein Theater. Ich glaube doch. Herzlich willkommen auf YouTube. Du hast deine Zeit verplempert. Okay, darf ich fragen, wie heißt auch Ihre so YouTube-Kanal, ja? Ja. Willst du wissen, ja? Wie heißt Ihre YouTube-Webseite? Die YouTube-Seite? Genau, damit ich sie auch finden kann und auch Ihre Videos anschauen kann. Ja, die heißt Lillys Kramkiste. Wie bitte, könnten Sie mir das buchstabieren wahrscheinlich? Nee. Warum denn nicht? Weil haben Sie die Angst bin. Davor? Herr Kurt, was für eine Dummheiten, sagen Sie gerade. Ja, fein, schön. Ich glaube, die Leute, die mit YouTube etwas zu tun haben, die einfach keine Angst haben und ganz umgekehrt auf irgendwelche Art von Werbung machen wollen. Ja, ja. In diesem Fall, ich könnte auch für Sie eine Werbung bei meinen Kunden machen. Aha. Buchstabieren Sie mir eher auch so YouTube. Lillys Kramkiste. In wie HD. Bitte? Lillys Kramkiste in HD. Buchstabieren Sie das? Nee, kann ich nicht. Können Sie das nicht machen? Nee, ich bin Analphabet. Wie bitte? Analphabet. Können Sie das nicht? Nee. Oh, guck mal, ein Vögelchen. Oh, gucke. Oh, ist das niedlich. Wie bitte? Da war ein Vögelchen. Jetzt fast angefasst. Herr Gott, bitte ein bisschen lauter sprechen, weil ich höre Sie kaum. Guten Tag, wer ist da bitte? Mit wem spreche ich? Mit wem sprechen Sie gerade? Ja, wem habe ich da am Apparat? Hallo? Wer ja, hallo, da? Herr Gott. Ja, wer ist dran? Okay. Ist linke Kot? So viel ich verstehe. Moment, darf ich fragen, mit wem spreche ich gerade? Mit der Friederike. Darf ich fragen, mit wem spreche ich gerade? Ja, Friederike. Wie bitte? Friederike. Wer ist das? Ja, ich. Wie bitte? Ja. Wie kann ich aber helfen? Sind Sie gesund, alles in Ordnung bei Ihnen? Oder sind Sie verhindert? Kuckuck. Du hast deine Zeit verplempert. 30 Minuten für den Mülleimer. Herr Müller, ja? Nee, 30 Minuten für den Mülleimer. Wie bitte? Ja.
Ihr habt verhört, was haben Sie gesagt? Ja. 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 Genau. Genau. Richtig. Wie bitte, hab ich gehört? Ja, was machen wir jetzt? Du sprichst so leise. Ja. Und dann war die Betrüger-Lady plötzlich verschwunden. Der dritte Charakter hat ihr wohl dann irgendwann nicht mehr so ganz zugesagt. Tja, ich weiß es nicht, was die sich dabei denken. Und dann immer noch am Telefon bleiben. Ich meine, nach über 20 Minuten Gespräch ist das Ganze ja mehr oder weniger quasi aufgeflogen. Nachdem ich mich, zur Kenntnis gegeben habe. Ja, und dann macht sie noch 10 Minuten weiter. So stellt man sich das vor in einem seriösen Callcenter. Tja, dass das hier definitiv alles Blödsinn war, hat sie ja selbst bewiesen. Sie erzählt, sie hätte das Gespräch aufgezeichnet und kann das jetzt gleich live vorspielen. Fragt man danach, kann sie es plötzlich nicht mehr und hat lauter Ausreden, warum sie es gerade nicht abspielt. Einfach nur Wahnsinn. Aber so kennt man das ja nun mal von den Betrügern. Ist am Ende ja dann doch immer irgendwie das Gleiche. Einfach nur absolut Wahnsinn. Teilt daher sehr gerne meine Videos mit all euren Freunden, Bekannten, Verwandten und die ihr sonst noch so kennt. Im Chat, in WhatsApp, auf Social Media, überall, wo es eben geht. Unter den Videos findet ihr direkt immer einen Teilen-Button. Sieht aus wie so ein kleiner komischer Pfeil. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ihr seht jetzt hier noch eine kleinere Playlist mit ein paar Videos mehr auf dem Kanal. Könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.